So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator, und wir spielen eine weitere Folge The Evil Within 2. Wir sind ja gerade in meinem Zimmer immer noch. Ja, aber wir gehen jetzt gerade wieder raus und machen weiter, um im Prinzip Theodore zu bezwingen. Und damit dann auch Lily zu befreien. Beziehungsweise Myra hat ja immer noch Lily. Wir haben jetzt noch ein bisschen Munition gegönnt. Das Einzige, was die mich natürlich wieder nicht gegönnt hat, ist Munition für meine Schrotflinte. Aber dafür für meine Pistole. Immer rauf, 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 immer schön die Treppe rauf. Super, wie komme ich denn jetzt da hoch? So ein Keramikface. Hey, guck mal, hier. Guckst du mal? Hey, hier. Na, mal gucken. Oh, komm schon, Sebastian! Mann, das ist dieses Umgucken ist zum Kotzen, Alter. Oh, lol, 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 lol. Ach, wie gut, dass ich keine Munition mehr habe, hä? Da seht ihr mal diese M416, die bringt einen Scheiß, Mann. Die bringt echt einen Scheiß. Der Typ macht mir Angst. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich nehme jetzt den hier und wechsle auf das hier. Und ich sollte am besten gerade noch mal von vorne anfangen, weil ich es nämlich gerade wieder voll verhunzt habe. Weil, ja, habt ihr ja gerade eben gesehen, ich hätte damit mindestens 3 von denen ausnocken können.
Wäre ich nicht so so blöd gewesen, ey. Oder so vorzeitig, ne? Oder frühzeitig. Ach, schieß mich. Ach, egal. Probier mal grad nochmal. Ich hab auch... Das geht mir auch auf den Sack, dass ich da jetzt einen extra Munitionsschuss dafür verschwenden muss. Ja, danke. Danke an dieses herrliche, wunderschöne Spiel, das im Prinzip voll für den Arsch ist, Mann. Ey, für Gold nur Munition. Das sind so YOLO-Feuer, Leute, Alter. Langsam habe ich keine Munition mehr. Ein Schuss habe ich noch. Wuhu! Bisschen umgucken noch hier. Vielleicht finden wir noch etwas Munition oder so. Also in dem Fall geht es hier ums Feuer. Hm? Also ich bin schon die ganze Zeit im Überlegen, hey, die,
irgendwas stimmt nicht mit den Leuten. Der eine macht irgendwas mit Kunst und Blut ganz viel und der da ist nur auf Feuer getrimmt. Der Hügel hinter mir, der gefällt mir nicht. Oh ne, oder? Ah, danke. Was ist das für eine Scheiße schon wieder, ey? Ja, danke. Ja, danke. Das Spiel bringt mich jetzt langsam auch richtig zur Weißglut. Was soll denn der Scheiß? Ich hab schon gar keine Munition mehr, weil ich keine andere Möglichkeit sehe, die zu killen. Und dann kommen dann noch mehr von diesen Fuckviechern. Dann versuchst du da gegen das Ding zu ballern, Alter. Und was triffst du? Nichts. Niente. Sienta. Nothing. Triffst du. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Was soll ich denn da so schießen, ey? Nach oben ist ein Resonanzpunkt. Oh. Hallo. Das Problem ist, ein Schuss, ein guter Schuss. Jawohl. Das bringt mir aber nichts. Ich habe auch keine Materialien mehr, weil ich jetzt alles in diesen Scheißdreck reingestopft habe. Schuss. Drei Schuss. Geil, Alter. Leck mich am Arsch, Mann. Los, rein. Wir müssen noch ein bisschen Material zusammenfarmen.
soll sich nicht bücken, Alter. Ach, scheiß auf die Hand. Übung macht den Meister. Ja, ohne Witz, Alter. Juhu, nichts gekriegt. Ach, leck mich. Raus hier. Scheißdreck da. Wie soll ich denn den platt machen, Alter, wenn ich noch nicht, wenn ich einfach eine Ressourcenschlacht habe, Alter? Yippee-yay, 4 Schuss, Alter, damit mach ich den Platz. Aber ihre Weigerung lässt mir keine Wahl. Ich zerlege diese Welt. Ich finde ihre Frau und ermorde sie vor den Augen ihrer Tochter. Wie schrecklich leiden, wenn ich ihre Nacht einsetze. Nicht, wenn ich sie vorher töte. Warum glauben Sie, dass es diesmal anders ist? Ich komme wieder, bis einer von uns tot ist. Dann kommen Sie, wenn wir das Gemetzel beginnen. Ich habe fast gar keine andere Wahl. Ich muss schon fast das hier einsetzen. Irgendwie 9 mm noch hier oder sowas. Ach, ein bisschen 9 mm. Ein klein wenig, 9 mm. Oder Schrotpatronen. Schrotpatronen sind auch gut. Nein, kein sowas. Alter. Ach, das war das. Da, wo ich das letzte Mal gelandet bin. Stimmt. Ach komm, ey. Klein wenig Munition. Nur ein klein wenig, ein wenig. Ach Leute, macht euch gefasst, das wird eine lange Folge, die werde ich wahrscheinlich in 2 Parts splitten müssen. Wenn Sie die Verzweiflung kosten möchten, können Sie das gerne tun. Du hast mir das angetan. Du hast mich nicht gerettet. Alles okay, Süße. Ich werde es in Ordnung bringen. Ich hab dich so lieb, Lily. So war es und so wird es immer sein. Und diesmal rette ich dich. Versprochen. Und er hat sich seinen Ängsten gestellt. Guter Mann. Sie haben einiges von ihrer Schuld und ihrem Schmerz überwunden. Aber die Traumata ihrer Vergangenheit reichen tief. Ich weiß alles über sie. Weiß, was unter der Oberfläche liegt. Sie schöpfen aus einem tiefen Brunnen der Angst. Sie haben viele Schrecken erlebt. Und sie werden von ihnen verfolgt. Erinnern Sie sich, wo es begann. Erinnern Sie sich an Beacon. Sie erinnern sich daran. Ich kenne ihn nicht.
hab diese Scheiße satt! Diesmal nicht. Als würde mich das aufhalten. Geil. Das erinnert mich an Braindead. Ach du Scheiße! Ach der... Was ist mit dem los? Wie kann man den platt machen? Oh, der fuck, der kann ja rennen! Die PG-Munition mitgenommen. Alter, was schwingt denn der da? Was? Alter, wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich denn das handeln ohne irgendwelche Waffen? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Das ist nicht machbar, Leute.
Verdammt, keine Munition mehr. Jo, so sieht's aus. PEG-Munition habe ich erwischt. Ja. Der Witz ist, da tauchen ja dann gleich nochmal zwei auf. Was wollte ich machen? Den hier nehmen. Oh nein. Ja, danke. Ich bedanke mich recht herzlich bei meiner... bei wem auch immer, weil ich bin nämlich jetzt tot. So Leute, das hat keinen Sinn. Ich mache jetzt erstmal hier eine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, weil das wird nämlich zu schräg hier. Ciao.